muss man wahrscheinlich sagen, dass am Ende des Tages eine Frage der Zeit war, bis wir ein Tor kriegen. Schade ist, dass wir es halt dann aus einem eigenen Fehler im Spielaufbau bekommen. Freiburg spielt zwar auch in der Regionalliga, aber man hat, glaube ich, heute deutlich gesehen, dass das sehr wenig mit Regionalliga zu tun hat dort. Wir sind nun hier und jetzt und haben uns vorgenommen, das nächste Spiel zu gewinnen. Und so gehen wir in jedes Spiel rein, in das heute und in das nächste Woche gegen BFC Dynamo. Ja, Fabian Ademann, die nächste Überraschung ist leider ausgeblieben. Was waren denn so die grundsätzlichen Beweggründe für oder die für Freiburg gesprochen haben? Ja, ich glaube, je länger das Spiel gedauert hat, desto drückender ist Freiburg geworden. Wir haben in der ersten Halbzeit für dich noch gut hinbekommen, auch Entlastung zu schaffen. Da hatten wir Ballbesitzphasen, da hatten wir auch die eine oder andere Offensivaktion mit ein paar Flanken, so ein paar halben Torabschlüssen. Je länger das Spiel gedauert hat, desto klar, wir mussten noch viel laufen, wir haben viel investiert, aber je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr hat Freiburg gedrückt, desto gefährlicher wurden ihre Aktionen und wir hatten kaum Entlastung in der zweiten Halbzeit. Und ja, dann muss man wahrscheinlich sagen, dass am Ende des Tages eine Frage der Zeit war, bis wir ein Tor kriegen. Schade ist, dass wir es halt dann aus einem eigenen Fehler im Spielaufbau bekommen. Aber ich habe das den Jungs auch gerade gesagt, dass ich das total auf meine Kappe nehme, weil wir wollten heute auch total mutig sein mit Ball, so wie wir es in der Liga halt auch spielen. Wir wollten heute nichts anderes machen und deswegen ist alles gut. Das nehme ich total auf meine Kappe, das Gegentor. Und ob man dann 1 oder 2-0 verliert, ist dann auch geschenkt. Beinahe wärst du noch zum Anschlusstreffer gekommen. Insider sagen, die da auf Augenhöhe gestanden haben, tatsächlich kein Abseits. Aber was danach passiert wäre, wissen wir heute jetzt auch nicht. Aber in Summe, gibst du mir recht, das ist schon ein verdientes Weiterkommen gewesen für die Gäste. Ja, muss man schon so sagen. Das war verdient, weil wir es, wie gesagt, offensiv sie vor zu wenig Herausforderungen gestellt haben. Defensiv war das sehr ordentlich. Wir haben viel investiert, hatten eine hohe Bereitschaft, auch wieder gegen den Ball zu arbeiten. Das war top. Aber dadurch, dass uns offensiv die Durchschlagskraft gefehlt hat, muss man sagen, geht es weiterkommen für Freiburg schon in Ordnung. Was nimmt man denn mit jetzt in den Punktspielalltag, wenn es ja dies Jahr nicht ganz so dramatisch ist, Auf- und Abstieg, das findet ja alles nicht so richtig statt. Ihr seid aber gut dabei, seid, glaube ich, Zweiter jetzt da in der Tabelle, macht eigentlich einen ganz guten Job. Ist das auch hilfreich, auch wenn man heute hier einem Größeren unterlegen war, dass man dennoch was mitnimmt? Ja, klar, man nimmt aus jedem Spiel was mit, das mal ganz grundsätzlich. Aber wenn man gegen so eine Mannschaft auf dem Niveau spielt, und Freiburg spielt zwar auch in der Regionalliga, aber man hat, glaube ich, heute deutlich gesehen, dass das sehr wenig mit Regionalliga zu tun hat dort, dann kann man da ganz viel mitnehmen. Und die Jungs haben gesehen, wie man Fußball spielen kann. Dass da einfach noch so eine gewisse Stufe auch natürlich über uns gibt, ist ja völlig logisch. Und klar, da werden wir alle was mitnehmen. Gerade wenn wir uns dann nächste Woche das Video auch nochmal anschauen, da können wir viel lernen nochmal. Welche Rolle spielt es denn, dass sich doch schon einige in den Fokus gespielt haben bei den Männern, bei Pele Wollitz, der heute auch Zuschauer war, die dann, also von euch ausgebildet, sich für höheres berufen sehen? Ja, grundsätzlich ist das ja der Weg hier in Cottbus und den gehen wir konsequent so weiter, wie in den letzten Jahren auch schon. Gestern hat Janis Juckel von Anfang an gespielt, der letztes Jahr hier bei uns in der U19 noch viele Spiele gemacht hat. Am Dienstag stand Darjan Silic von Anfang an auf dem Platz, Bektasch und Grumbach sind eingewechselt worden, standen heute auch in der Anfangsformation. So, wir haben einen sehr, sehr guten Austausch mit oben, der Weg ist offen für die Jungs, das wissen sie auch. Dementsprechend versuchen sie sich zu präsentieren. Und wenn sie es dann die Chance bekommen, sich oben zu zeigen, dann ist halt im Fußball so, musst du die Chance auch nutzen. Das ist immer so. Und, aber grundsätzlich läuft es super und wir sind sehr zufrieden, wie da der Austausch ist. Und wichtig ist halt für die Jungs, wenn sie dann mal oben waren, nicht die Nerven zu verlieren, wenn sie wieder zu uns kommen, sondern dass sie da einfach weiter konstant ihre Leistung abrufen. Und sie haben auch eine gewisse Vorbildwirkung für ihre Kollegen hier in der U19, ne? Ja, natürlich, absolut. Also das ist ja fast immer so, dass die Leistungsträger der U19 dann auch oben dabei sind und oben die Chance bekommen. Sonst wären sie wahrscheinlich keine Leistungsträger. Und das meine ich auch gerade mit, dass man einfach, wenn man diese Chance bekommt, oben dabei zu sein, absolut klar im Kopf bleiben muss. Das ist ein großes Qualitätsmerkmal. Es ist nicht immer ganz einfach, weil viele Einflussfaktoren dann sind und viele dann einem sagen, wie toll, dass du bist. Aber da klar im Kopf zu bleiben und dann konstant hier in der U19 auch Leistung zu zeigen, das zeichnet die richtig guten Spieler dann aus. Das ist sehr schön zu hören. Und jetzt geht es erstmal im Alltag der Regionalliga weiter. Wie geht man daran? Ist das Ziel dennoch, obwohl es jetzt unwichtig wäre, in dieser Saison Platz 1 zu belegen, dass man ja quasi in Gedanken auch Aufsteiger wäre? Ja, wir haben uns
einfach vorgenommen. Das ist zwar die Floskel, die man wahrscheinlich an jedem Sportplatz hört, aber wir wollen tatsächlich von Spiel zu Spiel schauen und nicht schon gucken, was im Mai oder im Juni sein könnte, weil der Weg bis dahin, der ist noch sehr, sehr weit, sondern wir sind nun hier und jetzt und haben uns vorgenommen, das nächste Spiel zu gewinnen. Und so gehen wir in jedes Spiel rein, in das heute und in das nächste Woche gegen BFC Dynamo.